Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank, dass ich Ihnen was über alten Matrix erzählen darf. Es wurde schon an mich herangetragen, oh nee, alten Matrix, immer dieses Hype-Wort, bitte nicht, nicht auch du auch noch. Ja, wir hören uns mal an, denke ich, was alten Matrix als Hype ausmacht. Aber ich möchte Ihnen auch erzählen, was ist momentan so der gesicherte Stand des Wissens, sodass Sie auf jeden Fall, wenn Sie herausgehen, wissen, okay, was muss ich mir eigentlich gar nicht mehr angucken, was ist bislang schon klar geworden. Und dann aber auch, was sind eigentlich noch die Probleme und womöglich ist Altmetrics gar nicht so ein Hype oder gar nicht so sinnvoll für all das, für das es eigentlich so versprochen wird. Deswegen ist der Titel, denke ich, gut gewählt, Altmetrics, was ist das? Zwei Ausgangssituationen haben wir vorliegen, die im Prinzip so die Entwicklung von Altmetrics beeinflusst haben. Einmal natürlich diese Grafik, das ist eine von vielen, die ein bisschen verdeutlichen soll, was passiert eigentlich in sozialen Medien? Ständig sind alle Menschen dort. 2,5 Millionen Facebook-Posts werden jede Minute gepostet und noch viel mehr. Also irgendwie steht es so fest, alle Menschen sind sich, also begegnen sich auf sozialen Netzwerkplattformen. Und natürlich sind Wissenschaftler auch da und natürlich diskutieren sie auch ihre Forschung da und natürlich sind dann noch viel mehr Leute. Denn diese sozialen Netzwerkplattformen sind natürlich nicht nur für Wissenschaftler geeignet oder irgendwie reserviert, sondern diese Plattformen, diese sozialen Medien öffnen Tore und bringen Wissenschaftler mit normalen, Otto-Normalverbrauchern in Kontakt. Und das ist im Prinzip die erste Situation, die hier eine Rolle spielt bei Altmetrics. Die zweite ist, Ulrich hat das schon angesprochen gehabt, die Forderung aus der Wissenschaft heraus, dass im Prinzip was passieren muss und dass sich der Wissenschaftler nicht mehr nur mit Impact-Faktoren bewerten lassen möchte. Also es gibt ja eben diese DORA-Declaration oder auch das Altmetrics-Manifesto, was einfach nochmal sagt, nur hört doch mal, es ist nicht nur eine wissenschaftliche Leistung, wenn ich bei Nature publiziert habe, sondern all das, was ich auf dem Weg dahin auch noch mache, ist doch auch wichtig. Dass ich hier präsentiere gerade, ist für Isabella Peters wichtig und für ihren Lebenslauf. Oder dass man irgendwelche Daten publiziert oder auch Software veröffentlicht und so weiter und so fort. Also all das, was noch vor der Publikation in Nature steht, ist auch wichtig und soll doch bitte auch irgendwie mal gemessen werden oder zumindest eine Anerkennung erfahren, auch für meine wissenschaftliche Karriere. Und das sind diese Treiber, die im Prinzip diese Altmetrics oder die Suche nach alternativen Metriken die das im Prinzip basiert haben. Definition von Metrics, da muss ich ein bisschen ausholen, einfach um nochmal zu verdeutlichen, dass auch noch nicht klar ist, was ist eigentlich Altmetrics und was bezeichnet man damit. Ich muss darauf zurückgreifen, dass es natürlich die traditionelle Bibliometrie oder Zentimetrie gibt, die ganz normal schaut, ein Autor hat etwas publiziert, das ist meistens ein Journalartikel und dann sind andere Autoren lesen diesen Artikel und publizieren wieder in einem Journal und dann wird es zitiert und dann bekommt der Autor Credit und im Prinzip der Journalartikel auch. Das sind diese kleinen Fähnchen an den Autoren und an den Dokumenten dran. Das ist das traditionelle Verständnis, das ist das traditionelle Verständnis der Wissenschaftsevaluation. Das ist das, was wir immer haben, das ist das, was beim Impact Vector genutzt wird. Mit Altmetrics kommen im Prinzip andere Player auf die Bildfläche. Man schaut sich eben an, da hinten, was passiert noch in den sozialen Medien. Und was man aber sagen muss, es gibt zwei verschiedene Sichten oder zwei verschiedene Definitionen von Altmetrics, die Sie auf jeden Fall kennen sollen. Zum einen gibt es eben so eine enge Sicht von Altmetrics, wo man wieder nur schaut, okay, wie wird eigentlich wissenschaftlicher Content, dieser typische wissenschaftliche Artikel, der Nature-Artikel, wie wird der in den sozialen Medien wahrgenommen? Ja, also ich schaue nur, was publizieren Autoren oder Wissenschaftler ganz traditionell und dann, wie twittern die den oder wie häufig wird das dann retweetet oder finde ich das dann bei Facebook. Das ist eine sehr enge Sicht von Altmetrics. Es gibt aber auch eine breitere Sicht und das ist auch das, worauf das Altmetrics-Manifesto abzielt und auch ein bisschen diese Deklaration, was ist gerade Declaration, die dann sagt, ja, es gibt aber doch nicht nur diesen Journal-Artikel, sondern eben noch alle anderen Produkte und all das, was der Wissenschaftler so während seiner Arbeitszeit und darüber hinaus macht, kann doch im Prinzip wissenschaftlich sein und all das soll auch berücksichtigt werden. Und das ist dann im Prinzip diese breite Sicht von Altmetrics.
Sie müssen da ein bisschen drauf achten, wenn Sie Studien zur Altmetrics oder so lesen, wird oft diese enge Sicht verwendet. Ja? Also es wird oft nur das da gemacht, dass ich schaue, wo finde ich eigentlich wissenschaftliche Publikationen in sozialen Medien. Es wird noch gar nicht mal so richtig geschaut, wo finde ich eigentlich Softwarepakete und so weiter. Ja? Also diese ganzheitliche Sicht ist noch gar nicht so oft analysiert worden. Aber das ist schon mal das Erste, was ich Ihnen mitgeben will. Es gibt zwei verschiedene oder zwei unterschiedlich breite Definitionen von Altmetrics. Dann findet Altmetrics natürlich auch statt. Ja? Zum einen eben ganz normal, was auch eben dieser Treiber ist, es werden eben zum Beispiel einfach Paper, wissenschaftliche Artikel bei Twitter getweetet. Ich finde die einfach dort. Plötzlich sind die da, genauso werden auf Facebook Sachen gepostet und so weiter und so fort. Das findet statt und das will man ausnutzen. Ich möchte einfach wissen, was ist der Impact von dieser einen Publikation jetzt zum Beispiel auf Twitter oder auf anderen sozialen Netzwerkplattformen. Genauso gibt es ziemlich viele Tools, die sich dieses Verhalten schon zunutze machen und einfach sagen, okay, als Alternative zu Web of Science und das ganze Zitate zählen, schauen wir uns eben an, wo kommt denn eigentlich der Artikel vor. Jetzt habe ich da so ein bisschen diesen riesen Kasten drüber gemalt, aber Sie können sich gerne Impact Story einmal ansehen als einen Prototyp, der im Prinzip schaut, wo sind denn die Artikel wirklich zu finden und wie häufig werden sie zitiert und wie häufig sind sie bei Twitter und ist da vielleicht auch ein Wikipedia-Link dazu drin und so weiter und so fort. All das wird dort ausgewertet. Und soll im Prinzip dem Autor einen Anhaltspunkt geben, naja, wo findest du deine Arbeiten eigentlich? Und Impact Story ist nicht das einzige Tool, sondern es gibt noch viel mehr. Webmetric Analyst kann sowas machen, Plum Analytics, Altmetric.com mit dem Altmetric Explorer, ReaderMeter.org und so weiter und so fort. Die beiden Tools, die da unten ein Sternchen haben, waren am Sonntag irgendwie out of service, also daran merken Sie auch, es ist unglaublich schwer, darauf komme ich später zu sprechen, diese altmetrischen Informationen zur Verfügung zu stellen und viele Anbieter steigen auch wieder aus diesem Metier. Ja? Also ein Tool, was heute noch dort zu finden sein kann, kann morgen schon wieder weg sein. Das wurde eben angesprochen, diese Nachhaltigkeit von diesen Tools und von den Metriken, das ist noch eine Frage, die offen ist. Das kommt hinten bei den Herausforderungen nochmal. Bestimmt haben Sie das auch schon gesehen, immer häufiger nutzen natürlich auch Verlage diese Informationen. Ich habe jetzt hier einmal Plus One genutzt, um zu zeigen, es gibt auch diese Nutzerinformationen dort. Dort wird eben angezeigt auf Artikelebene, wie häufig wurde danach gesucht, wie häufig wurde der Artikel bei Facebook gepostet und so weiter und so fort. EBSCO, weiß ich, nutzt Plum Analytics dafür, Springer und Wiley zum Beispiel nehmen dieses Altmetric Explorer. Also die Verlage versuchen jetzt auch auf diesen Pfad aufzuspringen, auf diesen Zug aufzuspringen und auch altmetrische Informationen anzubieten. Auch das ist, also nährt im Prinzip den Eindruck, dass es sich hier um einen Hype handelt. Wie gesagt, in 10 Minuten werden Sie wissen, ob Sie das so unterschreiben können oder nicht. Aber Altmetrics oder, wie soll ich sagen, Wissenschaft in den sozialen Medien findet statt. Wissenschaftliche Kommunikation in sozialen Medien findet statt. Und es wird schon ausgenutzt. Und wir haben im Prinzip so ein bisschen diesen Drang, Zahlen zu vergleichen. Es ist auch so schön einfach und es ist so schön klar zu sehen, dass 602 Facebook-Likes so viel mehr sind als 3 Likes. Trotzdem, es gibt auch in der Bibliometrie und in dieser Community unzählige Studien dazu, zu Altmetrics, wo wir im Prinzip einfach rausfinden wollen, naja, was sagt uns das alles denn jetzt? Und was bedeuten jetzt im Prinzip ein Facebook-Like im Gegensatz zu einer Zitation? Und da mache ich Ihnen jetzt im Prinzip so ein Best-of an Studien, die ich zusammen mit Kollegen aus Montreal und Finnland und so gemacht habe. Die ganze Literatur finden Sie hinten auf der letzten Folie. Als erstes haben wir einmal Bibliometriker, also die Experten, die sich immer mit wissenschaftlicher Kommunikation beschäftigen und Wissenschaftsevaluation beschäftigen, gefragt, was sind denn eigentlich mal eure Einschätzungen dazu? Was wären denn alternative oder auch komplementäre Metriken? Weil das ist etwas, das schicke ich vorweg. Das steht schon mal fest. Alternative Metriken ersetzen Zitationsmetriken auf gar keinen Fall. Es ist keine Alternative. Es ist kein Ersatz, es ist höchstens etwas Zusätzliches. Es gibt nochmal eine andere Sicht der Dinge wieder.
Aber deswegen, das war den Bibliometrikern schon klar, deswegen haben wir hier so eine qualitative Befragung gemacht und gesagt, so, wie schätzt ihr das denn eigentlich ein? Wie schätzt ihr den Wert von, naja, alternativen, komplementären Metriken, von all den Zahlen, die so möglich sind, ein für die Wissenschaftsevaluation? Und rausgekommen ist Folgendes, also ungefähr 60% sagen, naja, eigentlich ist es schon positiv, und der Rest sagt, bäh, wollen wir nicht. Ja, positive Äußerungen sind, naja, sowas macht die Arbeit schon besser. Im Prinzip glauben sie auch, dass in Zukunft diese alternativen Metriken eine größere Chance haben. Es erhöht die Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, jetzt muss ich auch noch twittern, um überhaupt so eine Metrik zu haben. Naja, habe ich ja keine Zeit für und so weiter. Ja, also es sind auch kritische Stimmen da von den Experten. In die gleiche Richtung geht das hier. Nochmal die Frage, was denn jetzt genau, was meint ihr denn eigentlich, welche Zahlen sind denn eigentlich sinnvoll? Und da sind, was ziemlich klar rausgekommen, dass vor allem wieder sowas Traditionelles, was wir eben gehört haben, einfach Download-Statistiken, Klick-Statistiken, sowas ist nett, das wollen sie alle haben, das ist das, was, oder die Zahl, die mit dem meisten Einfluss, die so gesehen wird, als hätte sie den meisten Einfluss. Dann da unten kommen irgendwann Zitationen und Blogs, wieder etwas, was relativ nah dran ist an dem normalen wissenschaftlichen Verhalten. Ich zitiere etwas in einer Zeitschrift und dann sowas wie Followers on Twitter oder so ist dann weit abgeschlagen, Mentions on Twitter, ne? Also wenn das dann auf Twitter in der Tat mal gepostet wird, sagen diese Experten, diese Bibliometriker, wissen wir noch nicht, was das zu bedeuten hat, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Die Studien sind so zwischen 2012, 2013 entstanden. Es ist jetzt natürlich nochmal ein Schrittchen weiter und gegebenenfalls sind die Werte jetzt ein bisschen positiver. Das nächste gesicherte Wissen, was wir haben, ist, dass auch soziale Netzwerkplattformen, und damit subsumiere ich jetzt eben Twitter, Facebook und so weiter und so fort, und auch Mendeley, immer aktuelle Publikationen häufiger zu finden sind. Also der Abdeckungsgrad von aktuellen Publikationen ist auf sozialen Netzwerkplattformen einfach größer. Ja? Also solche Publikationen, die irgendwie in den 50er Jahren oder 60er Jahren entstanden sind, die finden Sie nicht unbedingt dort. Aber, und natürlich ist diese Coverage oder dieser Abdeckungsgrad auch noch disziplinspezifisch. Ich meine, das haben Sie natürlich bei Web of Science und so auch. Was wir aber zeigen konnten, ist für so ein kleines Set an Testartikeln, dass im Prinzip genauso viele Artikel bei Mendeley zu finden waren, wie auch bei Web of Science. Also das bedeutet, dass im Prinzip für aktuelle Artikel in einem bestimmten Bereich Sie sogar Mendeley als Suchmaschine, als Datenbank nehmen könnten, anstelle von Web of Science. Und das ist im Prinzip gesichertes Wissen für alle anderen Disziplinen auch. Man muss nur rausfinden, ja, wo oder auf welcher Plattform finden Sie denn die relevante Literatur für Ihre Disziplin? Das ist das, was noch fehlt. Ja? Also wir wissen eben, dass solche medizinischen Informationen, Bibliometrie-Dokumente anscheinend gut bei Mendeley vertreten sind. Das ist aber nicht für alle Disziplinen gleich. Manche, weiß nicht, Germanisten oder sowas nutzen eben lieber ResearchGate, wenn sie das überhaupt nutzen. Und das müssten Sie rausfinden. Dritter Punkt gesicherten Wissens. Publikations- und Tweeting-Verhalten von Wissenschaftlern haben wir auch mal untersucht. Eine Studie mit Astrophysikern. Also wir haben uns 37 Astrophysiker rausgesucht, die twittern. Und wollten einfach mal schauen, stimmt diese Annahme, wenn ich twittere, habe ich keine Zeit mehr zu publizieren und so weiter. Und ich weiß nicht, was Sie glauben, was da die Antwort auf diese Frage ist, aber in der Tat, es machen sich klare Gruppen, oder es ergeben sich klare Gruppen, die im Prinzip entweder viel publizieren und dann wenig twittern, oder eben umgekehrt, viel twittern, wenig publizieren. Das sieht man hier immer noch ein bisschen besser. Ja, also diese Linie sind die Tweets pro Tag und die Balken sind die Publikationen. Ich gebe zu, es ist ein kleines Datenset. Wie gesagt, man muss ein bisschen schauen, stimmt das für meine Community? Aber das ist etwas, was man auch rauskriegt. Auch wenn man Wissenschaftler befragt, die sehr aktiv auf sozialen Medien sind. Irgendetwas, also der Tag hat nur 24 Stunden. Ja? Auch das kriegen die Wissenschaftler mit.
Aber das ist etwas, was wir auch herausgefunden haben. Dann eine beliebte Sache, die jetzt wirklich zur Genüge gemacht wurde und deswegen nicht mehr wiederholt werden muss unbedingt, ist die Frage, korrelieren Tweets oder die Anzahl der Leser, je nachdem, auf was für einer Plattform die sich befinden, eigentlich mit den Zitationen? Also sind diese Artikel, die häufig zitiert werden, auch besonders häufig und nachgefragt auf Twitter oder bei Mendeley und so weiter und so fort? Da gibt es 10.000 Studien schon zu. Ja? Also für alle Disziplinen, alles ist abgearbeitet. Das ist etwas, was Sie auf jeden Fall mit nach Hause nehmen können und sich sagen können, das brauchen wir für uns nicht mehr angucken, das ist jetzt klar. Auch wir hatten aber natürlich mal so eine Studie gemacht mit einem relativ großen Datensatz zur biomedizinischen Artikel und haben überhaupt mal geguckt, wie viele von diesen Artikeln sind auf Twitter überhaupt zu finden, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, passiert denn überhaupt was auf Twitter? Also wir postulieren das mit diesem Altmetrics Manifesto, alle Leute, alle Welt interessiert sich für wissenschaftliche Informationen und twittern darüber. Stimmt das wirklich? Und so ungefähr 10% der Artikel, die wir dort hatten, sind auf Twitter zu finden. Was okay ist, ja. Also ich hätte zwar noch mehr erwartet, aber viele aus der Community sind überrascht, wenn sie das überhaupt hören. Was wir auch wiederfinden konnten, ist die Tatsache, dass wieder diese jüngeren Artikel dort besonders häufig zu finden sind. Also das ist wieder diese Geschichte, aktuelle Literatur ist auf sozialen Netzwerkplattformen zu finden. Was aber auch klar werden soll, ist, nur 63% der Artikel werden nur einmal getweetet. Ja? Also es gibt immer nur ein Credit Point oder sowas für einen Artikel. Also es kommt ganz selten vor, dass ein und derselbe Artikel zweimal getweetet wurde. Auch das ist etwas, was man einfach wissen muss, wenn man später mit diesen Metriken arbeiten möchte, wenn man eine Aussage darüber treffen möchte. Aber wie gesagt, das Thema war Korrelationen zwischen Zitationszahlen und Leser- oder Tweetzahlen. Und das ist etwas, was jetzt rausgekommen ist für diese biomedizinischen Artikel. Und was man hier so sieht, ist halt, dass die Korrelationszahlen für die mit den neueren Publikationen im Prinzip etwas größer sind. Aber Sie wissen das auch. Also 1 wäre gut, ja, hier ist dabei 0,1. Korreliert also nicht wirklich. Also das bedeutet, diese Artikel, die häufig zitiert werden, sind nicht die, die häufig auf Twitter zu finden sind. Sondern sind ganz andere. Und ich kann Ihnen sagen, was das für Artikel sind, nämlich Penisbruch in Stresssituationen, irgendwas mit Tintenfischen und Eier ablegen im Mund und solche Geschichten. Also kuriose Artikel, die im Prinzip ja irgendwie witzig sind, sowas wird getwittert. Aber es ist nicht unbedingt der Artikel, der jetzt den meisten wissenschaftlichen Einfluss hat, wenn man davon ausgeht, dass Zitationen den wissenschaftlichen Einfluss widerspiegeln. Dieses gesicherte Wissen, das Sie wieder mitnehmen können, ist im Prinzip diese Tabelle, die Ihnen nochmal aufschlüsselt für verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, wie sehen die Korrelationen da aus. Und die Korrelation ist immer bei ungefähr 0,5. Ja, also es ist mal 0,4 und es ist mal 0,6, aber eigentlich haben alle Studien ergeben, egal was Sie sich angucken, wenn es darum geht, Zitationen mit Leserzahlen oder so zu vergleichen, es ist immer so ungefähr 0,5, was bedeutet, korreliert so halb. Mal ja, mal nein. Wie schön. Die Sache ist dann wieder, die Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben, ist, ja, alternative Metriken, Leser, Tweetzahlen, sind keine Alternative zu Zitationen, sonst müsste die Korrelation natürlich 1 sein, sind eher komplementäre Metriken, die nochmal ein anderes Bild auf den Einfluss einer Publikation wiedergeben. Was das Bild ist, was der Einfluss ist, keine Ahnung, da sind wir noch dran. Ja, das wissen wir noch nicht. Weil wir eben darüber gesprochen haben, auch für Journals kann natürlich sowas gemacht werden. Das ist eine Korrelation zwischen der durchschnittlichen Zahl der Tweets pro Dokument und hier, wie viele Dokumente für ein Journal überhaupt bei Twitter zu finden sind. Also so ein bisschen der Abdeckungsgrad und wie häufig dann das Dokument oder ein Artikel aus diesem Journal auch getweetet wurde. Also die Idee war herauszufinden, die
Journals, die so besonders häufig bei Twitter zu finden sind, mit all ihren Artikeln, ob die dann auch wirklich häufiger zitiert werden oder häufiger getwittert werden. Sie sehen das, nicht so richtig, ja? Was wir herausgefunden haben, ist, dass sehr häufig diese Journals, die fast alle Artikel auf Twitter haben, das sind die, die automatisch twittern, ja? Also die als Journal selbst den Artikel rauspushen und dann im Prinzip nur einen Tweet haben. Aber es ist ja auch nicht so das richtige Nutzerverhalten, was da abgefragt wird. Was aber schön ist und was meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig gesehen wird, ist, dass all das, was auf diesen sozialen Netzwerkplattformen passiert, eine Möglichkeit darstellt, eine eher qualitative Bewertung von Wissenschaft vorzunehmen. Das sind jetzt Tags, die zu allen Artikeln von den beiden Autoren vergeben worden sind. Also was Nutzer gesagt haben, worüber die Artikel dieser Autoren gehen. Und da können Sie dann relativ deutlich mal sehen, natürlich in so einem Tech-Cloud visualisiert, dass sich der Knut Leidesdorf mit einer wahnsinnigen Masse an Themen beschäftigt, dass zwar da so Bibliometrics und Science Evaluation und so raussticht, aber man sieht direkt auf einen Blick, okay, der Autor ist anscheinend Experte für diese Themen und macht eine wahnsinnige Menge an Themen, während Stephen Harnad anscheinend sich nur mit Open Access beschäftigt. Aber das ist doch mal eine Information, die so vielleicht noch gar nicht gab. Ne? Also ich habe das jetzt bei diesem Repository noch nicht gesehen. Das wäre interessant. Das ist eine mehr qualitative Information, die nichts darüber sagt, erstmal, wie häufig wird der geretweetet. Was wissen wir noch nicht? Auch das muss ich Ihnen mitteilen. Ich habe es noch schon ein bisschen angedeutet. Wer nutzt eigentlich diese sozialen Netzwerke und wie nutzen Wissenschaftler soziale Netzwerke? Und was bedeutet es eben einmal zu tweeten? Was bedeutet es einmal zu posten? Was ist der Wert dieser Zahl? Das wissen wir noch nicht und da fehlen uns noch Nutzerstudien. Das ist ein erster Aufschlag einer Nutzerstudie. Dort wurden 63 Hochschulen befragt, in Zusammenarbeit mit der TLB. Und der ZB mitgemacht, also es wurden auch diese Zielgruppen befragt, Wirtschaftswissenschaften, Mediziner, Ingenieure. Und wie man das zum Beispiel, also was man sieht, ist, Wikipedia wird gleichzeitig beruflich und privat genutzt, während anscheinend eine relativ große Trennung zwischen der privaten sozialen Netzwerknutzung und der beruflichen sozialen Netzwerknutzung gemacht wird. Also twittern Wissenschaftler jetzt überhaupt gar nicht über ihre Arbeiten? Aber wer ist das dann, der den wissenschaftlichen Artikel tweetet, außer der Verlag? Das sind Sachen, die müssen wir uns noch, das müssen wir uns noch anschauen. Und dazu lade ich Sie alle ein, das auch mal zu machen. Das Gleiche ist mit den gleichen Daten, haben wir dann so eine Clusteranalyse gemacht und herausgefunden, was es eigentlich für verschiedene Nutzer gibt dort. Und auch da möchte ich nochmal sagen, es gibt disziplinäre Unterschiede und auch eben nutzerspezifische Unterschiede von der Nutzung, was alles noch eine Rolle spielt bei der Bewertung dieser Metriken. Wenn ich also diese Zahlen nutzen möchte für irgendetwas, muss ich wissen, was ist da eigentlich los, wer benutzt wie was. Und damit möchte ich Sie dann entlassen mit den Herausforderungen und Forschungsdesideraten, die noch da sind. All die Fragen nach der Datenmanipulation, Datenqualität, Repräsentativität und so weiter sind noch offen. Diese Nutzer, diese 100 Million Typing Monkeys, machen das einfach, also schreiben wir einfach irgendwie was bei Mendeley rein. Ja, da fehlt vielleicht die Hälfte der Information. Ich finde das überhaupt gar nicht. Ganz viele Tools wie Impact Story suchen mit DOIs. Diese DOIs sind aber vielleicht in den Systemen fehlerhaft drin. All das beeinflusst die Qualität auch dieser Metriken, die Sie da wieder rausziehen. Es ist auf jeden Fall klar, dass eben die Nutzung der verschiedenen sozialen Medien variiert und auch disziplinabhängig ist. Also das ist klar. Man weiß einfach noch nicht, was ist eigentlich der Wert von dieser Nutzung, was muss ich machen, was muss ich in der Tat mitnehmen, was muss ich wissen, um wirklich die Zahl bewerten zu können, die zum Schluss rauskommt. Und deswegen rufe ich alle auf, zu versuchen, den Kontext zu verstehen, den Kontext abzubilden, in dem das passiert, in dem im Prinzip Nutzung wissenschaftlichen Inhalts passiert. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen damit so ein bisschen zeigen,
was Altmetrix ist, was Altmetrix kann und was auf jeden Fall noch offen ist und was noch getan werden muss. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder und ich kann mehr erzählen. Und dann bin ich offen für Fragen.